Hallo? Hallo. Ich hab Taxi bestellt. Wo bleibst du denn, Dicker? Ich bin schon unterwegs. Beeil dich mal. Ich hab's richtig eilig. Da bist du ja. Ey, kurze Frage. Wohin fährst du überhaupt, du Abzocker? Ja, ich wollte gerade fragen, wo darfst du denn hingehen? Was soll das denn hier? Willst du mich verarschen gerade? Tut mir leid. Wohin? Wo Nein, darfst du denn? hallo, bleib mal stehen. Was machst du Ich will auf da? der Straße Was halten. machst du, Junge? Du ziehst Ich mich darf da ab. vorne nicht halten. Digga, du bist einfach los. Gib mir die 10 Dollar wieder. Kriegst du wieder. Ich muss hier hoch. Die Wo? haben, das haben mein Auto beslagnahmt. Wer ist das? Die wollen, Digga, kennst du nicht so. Ach so, nee. Bist du schon lange Taxifahrer hier? Ja, so 3 Wochen. Seit 3 Wochen. Und macht das Spaß oder ist Kacke? Ja, kommt drauf an, ne? Wenn die Kunden keine Zwiebeln im Auto schneiden oder sich nicht ausziehen oder so, ist ganz entspannt eigentlich. Wer hat sich denn mal ausgezogen? Ja, so eine Ludmilla. Ja? Ludmilla? Ja. Wer ist das? Ja, das war aber schon länger Guten her. Tag, der Herr. Ich habe das Taxi. Okay. Was? Wie, du hast das Taxi bestellt? Das war mein Taxi. Ey, du. Ja. Wie heißt du? Hamodi, wer bist du? Vanilla, der Allermächtigste. Ein Taxifahrer, kurze Frage. Kennst du den Hampelmann? Ja, Vanilla. Er meint, er wäre der Allermächtigste, meint er. Er sagte oft am Central Park, keine Ahnung. Ach so, du bist einer von. Hör mal, nimm keine Drogen, ich will mit deinen Junkie-Dings nichts zu tun haben. Ja, geh du deinen Weg einfach, ja? Hamodi, warte doch mal ganz kurz. Wir müssen noch ganz kurz was klären. Und zwar, es geht um einen Tippen, den du gestern ein bisschen Ärger eingebracht hast. Ich hab jemanden Stress gemacht gestern. Ja, dreh dich doch mal um, mein Bester. Wie meinst du das genau? Bei wem hab ich Stress gemacht? Bitte! Ah! Ja, Taxi. Ronny, fahr mal los! Fahr los! Was willst du von mir? Wer seid ihr überhaupt, die Wichser? Wir sind The Matrix. Halt's Maul, du Wichser. Verdammt, Hamodi, komm raus! Digga, was willst du, ha? Was wollt ihr beide? Was? Was? Was denn? Was denn? Was? Was denn? Was? Ja, was? Ja, was? Ihr macht doch was, ne? Was, Junge, Sag was? Sag mich doch! Ey, fahr's doch mal los, du kannst mal das jetzt annehmen. Fahr los, fahr! Ey, Ronny, du Vollidiot! Was fahr doch schneller! Du schuldest mir 7000 Dollar, Hamodi. 7000 Dollar für Hier. Den Schaden, den du verursacht da, hast. Bitte. Und jetzt verzieh dich, Digga. Wir werden dich nochmal finden, okay. Hamodi. Warte ab. Hat man deinen Snorst, du scheiß Junkie vom Central Park, Alter. 911 Emergency, how can I help you? Sam, guten Tag, mein Name ist Hamodi Zalami. Sprechst du es da mit dem Thief? Ja, das ist doch richtig. Was? Wie kann ich Ihnen denn helfen? Bist du wirklich der Thief? Ja. Es wurde gerade bedroht. Hilfe. Von wem wurden Sie bedroht? Von Dings. Von dem Allermächtigsten in Los Santos, hat er gesagt. Der mächtigste Mann ist er definitiv nicht. Ach so. Geht's Ihnen aber gut und sind Sie in Sicherheit? Ja, der Taxifahrer hat mir das Arschloch gerettet. Ja, okay. Ja, so kann man das auch nennen, ja. Sagt man das nicht so? Nee, den Arsch. Aber ist okay, so. Sie können auch das Arschloch sagen. Okay. Gut, der Herr, wenn noch was ist, rufen Sie an, ja? Von uns ficken so, was willst du hier? Was willst du? Was? Was? Du sprichst nicht mit meiner Frau, hast du mich verstanden? Welche Frau denn? Verpasst? Mit meinen Frauen, habe ich gesagt. Hör mal zu, du Junkie, geh mal da hinten deine Tabletten schmeißen und geh uns nicht auf die Nässe. Hör mal zu, du Pisser mit deinen 6 Augen. Feuchtige Klatsche. Du Mistklatzen, hat dein Kollege eben auch gesagt. Da hat er ein blaues Auge bekommen. Aber wieso haust du meinen Kollegen? Weil der Dicken gemacht hat und das haust als nächstes, wenn du weiter so fress bist. Dann zeig doch, was du drauf hast, du Pisser. Wie? Was laberst du jetzt über die Bullen? Deine Kollegen haben eben nach den Bullen gerufen als erstes. Außerdem habe ich mit dem Ziel telefoniert. Der Herr sagte, du bist gar nicht der mächtigste Mann hier. Was hat er gesagt? Dass du nicht der mächtigste Mann hier bist. Das ist Bluff. Hey, hör mal zu, ich sag jetzt einen guten, wir haben keine Nadeln, wir haben gar nichts für dich, ja? Verpiss dich einfach, okay? Herr Hoffmann, haben Sie irgendeinem Junkie hier erzählt, dass ich nicht der Allermächtigste wäre in dieser Stadt? Der hat ja voll die Komplexe, Jungs. Hat der immer, kennt ihr diesen Junkie? Ich sag ja, da will er jetzt flexen, dass er den PD-Chief anruft. Ach so, das soll ein Flex sein, dass er die Bullen kommt. Ja. Hey, hör mal zu, Vanilla. Hör mal zu, ich sag dir jetzt, die Bullen sind nicht jeden Tag da. Hast du mir verstanden, du Pisser? Dann schlag doch zu, du Angsthase, du Großmaul. Du bist ein Vollversager. Was los? Was schlag doch, wenn du ein Mann bist. Er traut sich nicht. Oh, er traut sich nicht. Mach doch, wenn du ein Mann bist. Dann trau dich doch. Schlag doch, wenn du ein Mann bist. Trau dich doch, hä? Was schlag los? Schlag mich doch, wenn du ein Mann bist. War klar, dass nichts kommt, ne? Dicke Fresse hast du an diesem Park, ne? Du scheiß Junkie, verpiss dich. Ja. Wieder Freunde. Ja, komm her. Ja, schlag du mich doch, du Pisser. Nicht mich schlagen, Mann. Schlag mich doch, du Pisser, wenn du ein Mann bist. Komm, schlag mich. Wie laut du rufst wegen den Bullen, wie peinlich. Was bist du denn, Alter? Was? Schlag mich doch! Du bist richtig peinlich, ne? Wirklich. Hamodi. Was los, ne? Was? Ja, was? Hamodi, genau. Was? Gib's ihm. Was Sag los, ne? Was los? Wie zwei gegen eins, ha? Wie zwei? Was? Schlägerei. Aua, was ist los mit dir, Mann? Ah, scheiße! Nein! Oh mein Gott, ich lieg halt weg. Komm mal mit da raus, ne, du Vollversager. War so klar, mach's mir einen auf Mann, bist du eine Muschi, bist du. Mehr bist du gar nicht. Ich muss mal ganz dringend ins MD jetzt erstmal, ja? Ich melde mich gleich bei euch, ja? Ja, danke, bis gleich. Siehst du da vorne Geile der Sau, schwarze Alter. Wagen rechts? Da sitzt Vanilla drin. Wo? Hier, da. Hier, ne? Hier. Hier, du Wichser. Hier. Nimm das, du Bastard. Was los, du Vollversager?
Ich hab Vorfahrt, mach Platz, Alter. Wie, was bist du denn für einer? Was für Vorfahrt? Spinnst du eigentlich? Mach mal Platz, du Arschloch. Mach doch selber Platz, du zeigst allen Mann, was du laberst. Du hast eh keinen Songs, Manila. Lass gut sein. Gut, wenn er es unbedingt wissen will. Oh fuck. Ist der alleine? Nee, das sind seine Jungs. Guck, er kann nichts alleine. Was, ein Trottel? Wer gehört zu dem? Au! Oh, ah, Derry, die rammen uns! Da, ist schon wieder die Jungs von denen. Guck mal, da. Ey, Chat, ich will mir was zu trinken. Chat, seid ihr da? Hey, Cops, Cops, hier wurde jemand abgestochen. Ey, der da vorne in der weißen A-Klasse fährt weg, fährt weg, der fährt weg. Super, Bill, hast du super gemacht. Was denn? Ja, ich repariere das Auto, du guckst nicht mal, dass nichts passiert, du Vollidiot. Ich wurde doch selbst abgestochen. Ja, riss es, Vollidiot. Wenn jetzt ihn vielleicht kurz hier mitnehmen zur Durchreise, ganz kurz. Ja, nee, steig ein. Geh weiter. Achso, du bist nett, sorry. Ja, was soll das, Alter? Nee, dann steig ein, alles gut. Das war man aber nicht netter. Lack schrei nicht. Entschuldigung. So, frag den ersten aus, wer das überhaupt ist im Auto. Wer bist du hier hinten drin? Ich bin der Otto, steht jetzt Maler vom Casano, wollte nur mal kurz sagen, grüß Göttle und... Hör mal zu, du Allmann, Digga, was ist los bei dir? Wie heißt du? Redet er wie ein Vollidiot, kann er sein? Ja, riss es, wie ein Trottel. Oh nein. Entschuldigung, Sir, wollte ihn jetzt auch nicht zu nahe trinken. Respektvoll, aber sie klingen ja wie ein Vollidiot. Alles gut, und sie sind eine potthässige Frau. Aber was hast du gesagt? Ja, eine wunderschöne Frau. Okay, Lia, es war zu viel, was du gerade gesagt hast. Ich meine, sie ist eine wunderschöne Frau vom Herzen. Und bei uns im Schwaberländle heißt ja sowas wie Potestik, heißt im Umkehrschluss Geiler Benz. Will der mir jetzt sagen, dass er mich Benz für dumm hält und mich jetzt für dumm verkaufen will? Ja, das er will uns verarschen, du dummer Allmann da hinten, Alter. Red mal Deutsch, du Idiot. Das ist so ein Spruch, Porsche Benz Spätzle, sagt man so. Jetzt beruhigt euch mal ein bisschen. Wohin wolltest du denn überhaupt, hä? Ja. Ich weiß nicht, sie entführen mich, glaube ich, gerade. Nee, sag doch, wohin du willst, du Vollidiot. Was sagt ihr? Ich verstehe kein Wort, Alter. Ich schwör's, ich red mal Deutsch, du Idiot. Nein, bitte, lassen Sie mich einfach beim Würfelpark wieder raus. Alles gut, Sie sind der Beste. Wohin willst du jetzt, sag doch. Würfelpark habe ich doch gesagt. Ey, willst du mich verarschen? Denkst du, ich bin hier durch die Gegend gefahren, dass du mir sagst, du willst zurück zum Start? Bin ich dein Hund, oder was? Nein, aber was für Würfel, Mann. Wo sind deine Würfel, du Vollidiot? Den Würfel schieb ich dir jetzt auch noch, du dummes Stück Scheiße. Ey, was laberst du? Wie redest du mit ihr, du Wichser, Alter? Pass mal auf, was du sagst, bevor ich mich vergesse hier gleich. Okay, reiß mir mit dem Steak aus, Digga. Nimm dein Handy. Versuch's gar nicht. Ich versuch's gar nicht. Redest du um. Wie redest du mit ihr, ha? Alles gut, das war nicht so gemeint. Das war nicht so gemeint. Ach so, du bist auf dem Fahrrad. Hä? Ich kann nicht reingehen. Ja, wie? Du kannst nicht reingehen. Bist du hohl? Denkst du, ich fahr jetzt los, du Bist Idiot? Bist du irgendwie dumm oder so? Ich glaub, der ist wirklich ein bisschen dumm. Das war doch gar nicht so gemeint. Ey, du bist wirklich hardcore verblödet. Ja, schau dich mal mit deinen Geheimratsecken, du Arschloch. Hä? Wenn du willst, du kannst gleich meinen Sklavenputzer hier. Halt's mal verlassen, ja. So, was los bei dir? Sind stark, wir sind viele. Du Vollidiot, geh mal weg von der Kerre. Wie ihr seid viele, du bist ein Mann, du Idiot. Guck mal, wie du aussiehst. Ich bin der Ein-Mann-Armee mit Leberkäse auf der Brust, du Arschloch. Hör mal zu, geh mal da zu Burger King arbeiten. Geh mal an die Kasse Bestellung machen, du Idiot. Statt uns auf den Sack zu gehen. Ja, so ein Typ an der Fritteuse steht höchstens du Arschloch. Du hast doch das Set von Burger King an, du Idiot. Leberkäse. Nein, der arbeitet beim Italiener. Der hat die zwei Spaghetti schon dabei. Guck mal. Ach so, die Arme meinst du? Du hast in der Nase. Hör dich mal zu, wie du klingst. Sag mir deinen Namen. Kennst du das Buch, der Weg war umsonst? Dann lauf mal schön. Christ ist du Idiot. Das ist ein Vollopfer. Was wollt ihr überhaupt? Der sagt, er kann nicht. Ich weiß auch nicht, soll er sich ein Taxi nehmen jetzt? Ja, voll der Vollidiot. Was ist denn hier los? Dürfen wir weiterfahren oder nicht? Alles klar. Frau Dates, was geht ab? Hallo, Herr Modi. Geht's dir gut? Wollen Sie zur Seite fahren? Mir geht's immer gut. Sag mal ganz kurz ein. Nee, ich muss mein LTV. Ich bin okay. Einsatz, Herr Modi. Schönen Tag. Wäre witzig gewesen, wenn es geklappt hätte. Ja, das stimmt allerdings, ja. Es macht es als Favorit bei mir rein. Du bist mein erster Kontakt mit meinem Handy. War voll die Ehre. Ja, du hast aber kein Profilbild. Warum? Kannst du ein Profilbild machen? Weil ich potthässlich bin, hat der Mann doch gerade gesagt. Laberst du, Lea? Du nutzt doch selber aus. Du weißt doch selber, dass du geil bist. So, warte mal, ich ruf den jetzt an hier. Findest du mich gut aussehen, Herr Modi? Das weißt du ganz genau, tun jetzt. Mein Beileid. Komm, geh dran. Der ist trotzdem nicht dran gegangen. Was? Oder bist du die Nummer falsch? Ach, zeig's auf den. Wer ruft an? Geh mal dran. Ja. Was ist denn los, Lia? Hör mal zu jetzt, Vanille. Ich sag dir jetzt eine Sache. Ja.
Ich war höflich zu dir, aber langsam machst du Risses auf dicke Klappe und so. Ich schwör dir auf mein Leben, wenn du noch einmal siehst, hau dir dein ganzen Gebiss raus. Was hab ich denn getan? Ich entschuldige mich, was ist los? Du weißt ganz genau, was du gemacht hast mit deinen Jungs da beim PD und sowas. Das hat doch nichts mit mir zu tun. Du hast mich doch bedroht, du Idiot. Vanilla, du kannst doch nicht meinen Freund Hamudi bedrohen. Jetzt mal im Ernst, Vanilla, raffst du dich mal bitte jetzt gerade. Wie fickst du jetzt mit Hamudi? Ich fick doch nicht mit Hamudi, Mann, aber Hamudi ist jetzt ein Kollege von mir. Das heißt, du musst mich auch respektieren und du musst ihn respektieren. Guck mal, wenn ihr schon von Respekt redet, wie kann es dann sein, dass Hamudi mit Billy unterwegs ist, der mir einen Stich gegeben hat? Bill ist 5 Jahre alt. Was hab ich mit diesem Bill zu tun? Ich kenne ihn gar nicht. Guck mal, da ist der doch hinter uns, der Mohensohn. Guck mal, was du... Ey, Vanilla, ich schwör dir auf meine Mutter, wir ficken dich. Ich mach 1 gegen 1, Haudi ist behindert. Ich schwör dir auf alles. Denkst du, du kannst was ausrichten mit deinen Hampelmännern? Ja, du bist in meinen Augen kein Mann. Ja, du bist auch kein Mann in meinen Augen. Ihr seid Idioten, seid ihr. Wir klären das jetzt, Hamudi. Ja, was willst Mach du machen? Mal Platz, Vanilla. Was willst du machen? Sprechen wir jetzt doch in der weißen A-Klasse vorne. Hab doch einfach mal deine Hunde im Griff, Vanilla. Jetzt mal auf Ernst. Nimm mal deine Hunde an die Leine. Hör doch mal darauf, was die sagen. Jetzt werdet ihr sehen. Okay. Okay. Was werden wir denn sehen? Keine Ahnung, das weißt du doch selber nicht. Ja, ich glaube auch, er weiß das nicht. Oh, das war lässig, wie du hier rumgefahren bist. Ja, klar, das sind auch Idioten, ja, aber keine Ahnung. Ja. Guck mal, was die Idioten. Ja, vollkommen erfordert, die Vollidioten. So, was hast du denn gedacht, Seidner? Sag mal, ich dachte dir wirklich, sie können besser Auto fahren? Ich seh dich doch in dem Parkhaus, du Idiot. Ich scheiß doch da drauf. Ey, du bist wirklich peinlich, ich schwör's dir. Ich finde das echt peinlich, wie du mit mir rumflirtest und mit mir rumfährst und dann verrätst du mich. Für irgend so einen Hampelmann. Vanilla, du weißt doch, du kannst mir nicht das Wasser reichen. Ja, ich bin auch kein Kellner, du Idiot. Ja, so siehst du aber aus mit deinem Anzug manchmal. Ich verwechselt dann wohl. Ich hau dir den ganzen Gebiss raus. Okay, komm, wir kämpfen. Komm, wir treffen uns Würfelpark Mitte. Tut mir leid. Habt ihr Hamudi gesehen, Jungs? Ich bin doch hier. Was willst du jetzt machen, Vanilla? Du hättest uns fast umgebracht. Ey, Vanilla, du Pisser. Du Hund. Was? Du hättest uns fast umgebracht. So, Vanilla, was jetzt, ha? Was jetzt, du Pisser? Was jetzt, Vanilla, den Nuttensohn? Schlag den, hau den behindert! Haben Sie das gesehen, Officer? Ich wurde gerade gehauen! Was los, Alter, wie du geflogen bist? Hab ich das gefickt gehabt eben, ne, du Wichser? Hamudi. Du Nomne. Hast du es gewagt, mich anzufahren? Natürlich! Mich, den König von Las Vegas, der mächtigste Mann! Du warst wie König, Digga, du bist wie so ein Balljunge, weißt du was, meiner? Du hast den allermächtigsten Mann angefahren, weißt du, was das für dich bedeutet, Hamudi? Was denn? Das bedeutet für dich den Untergang. Vanilla, mein linker Zeh ist mächtiger als du. Du hast bitte. Eine geile Stimme, ich will dich haben. Ja, ich weiß. Lutsch mein Zeh. Okay, komm jetzt ins Hotel, ich lutsch jetzt deinen Zeh. Verdammte Scheiße, Vanilla. Hey, bist du eklig. Das ist das Opfer, Alter. Ja. Keine Frau will was von dir hier. Ich hab gehört, du hast nur so eine Slampe bekommen, so eine Ludmilla. Eine andere Hure wollte das gar nicht haben, du Idiot. Oh mein Gott. Und selbst die hat ihn verlassen, hab ich gehört. Und selbst die hat es verlassen? Bist du ein Opfer, ich schwör's dir, Alter. Kein Wunder, dass niemand Respekt vor dir hat am Park. Genau, warte, wenn ich es ja wisse, 1 gegen 1 am Park kriegst jetzt du Klotzer. Jetzt reicht es mir, Hamudi. Was du ist denn? Du verwechselst Wirklichkeit mit Tscheche, es wird auf euch beide an die Schlampe neben dir ist. Und an dich, Hamudi, du HS, du Butterbirne. Warte ab, was ich wieder mache, auf dich regnet es bald Schüsse, verdammte Scheiße. Das Problem ist offensichtlich, ich hab... Dann sind mit was? Genug ist genug. Er ist voll sauer, ich werde auf euch schießen, es regnet jetzt Schüsse, es Okay, mach, alles. Dann komm doch, wenn du ein Mann bist. Warte, komm. Was mit euch passiert? Ich hab gar nichts. Verdammte Scheiße, du Wichser. Wir machen immer eine Ansage, diesen Hampelmann. Mir fällt da langsam gar nichts mehr zu ein hier. Das ist mir gar nicht das Reden wert. Ja, ist er rausgegangen. Ist er auch jetzt. Guck mal, da ist Vanilla. Guck, der rennt an. Hey, was ein Idiot. Er hat uns nicht gesehen, glaube ich. Was ein Trottel. Ey, der dachte, es ist die Bullen sind weg. Die ist das. Jetzt können wir was machen. Aber wir haben schon längst die Fliege gemacht. Ey, der Mann. Und der sagt den ganzen Tag, dass er der mächtigste Mann ist. Der kriegt das nicht mehr mit uns zwei Tröten hier. Das ist voll die Pfeife. Ja, peinlich. Ja, eine Tröte. Kurze Frage, haben die Vanilla gesehen hier? Ach, hinter uns ist der. Was meinst du, mein Bisschen? Scheiße, wir müssen los. Fuck, der ist hinter uns, Leon. Ja, ich seh's. Ruf den mal an, sagt er, er kriegt uns doch sowieso niemals. Was versucht er denn da? Ja, okay, warte. Wir fahren jetzt einfach zu den Bullen jetzt, pass auf. Ja, ab zum PD. Da sind wir sicher. Ach, wir brauchen jetzt mal das PD. Guck jetzt, Leon. Sicher, sonst kann ich hier auch schnell mal ein paar Leute anrufen. Nein, nein, das ist für diesen Hampelmann doch gar nicht notwendig. Guck mal, wie der nächste trifft. Guck mal, was ein Idiot, guck mal. Ja, der kann auch nicht fahren. Der kann, hast du gesehen, der ist gegen diesen Mast gefahren, der Trottel, Digga. Was ein Trottel.
Wir haben keine Chance gegen uns, Hamudi. So sieht das aus, Lian. Natürlich wir müssen erstmal mal. Du, Hamudi, falls ich das hier heute nicht überlebe, war wirklich schön mit dir. Dann war es auch gut hier. Lian, so. Alles gut. Ich weiß, aber das wird nichts passieren. Jetzt pass auf dich auf, glaub mir. Ja, du bist mein Held, Hamudi, wirklich. Der wird überhaupt nichts hinkriegen, der Trottel. Angst. Officer, der im Gegenverkehr fährt. Das ist Vanilla Klein, der im Taxi stand, weg abhaut. Der ist bewaffnet, ja, deswegen ist er im Gegenverkehr gefahren. Geh doch mal weg! Schmitz, geht. Ah. Wo ist denn? Da ist er. Der hat eine Waffe gezogen, der hat eine Waffe gezogen, ich schwöre auf alles, ich schwöre auf alles, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe! Der hat eine Waffe, ficken Sie ihn! Oh mein Gott. Der Schwarze, der... Zeig aus. Was ist los, Jungs? Bleib doch mal stehen, Mann. Was wollt ihr denn? Bleib mal stehen. Officer, Hilfe, ich hab den Dispatch geschrieben. Die A-Klasse, oder was? Ja, die A-Klasse. Der hat uns gehauen. Gehen Sie mal bitte von dem Fahrzeug einmal weg, erstmal hier. Boah, ich sag dir, dieser Rocktappen ist richtig an, ne? Oh, hinter uns kann sein, dass er das ist, ja. Wie lange brauchst du noch, Lea? Hälfte habe ich hier fertig gemacht schon. Scheiße. Vanilla, was ist los? Wo Chat, bleibst du? Wir warten. Hat Hamudi Vanilla gebumst? Ja oder nein? Oh, beschwerst du dich jetzt darüber, dass man dich mit deinen eigenen Waffen schlägt, Vanilla? Das ist ja peinlich. Ey, mach mal Konferenz. Wieso? Der war im Taxi, der ist vor uns im Taxi! Der war im Taxi, leg einfach auf! Ey, wir werden verfolgt. So, Vanilla, was ist los? Ey, der Taxifahrer, bleib stehen, ich mein's ernst, bleib stehen, Taxifahrer! Stehen bleiben oder wie siehst du? Letzte Warnung, Taxifahrer! Taxifahrer, letzte Warnung, ich schwör's dir, du willst nicht draufgehen für den Typen, ich sag dir das in guten, Dicker! Geradeaus, sehr gut. Ich hab's gesehen, wir verfolgen gerade kurz stehen, damit Vanilla, deswegen können wir dich gerade nicht einsammeln, ich muss dich an. Okay, weiter, sehr gut. Der verrät den Plan und redet so laut, dass ich den Plan mithöre. Was ein Funny-Idiot. Vanilla, du dummer Okay, ich bin in 10 Sekunden da. Ich bin im Taxi. Steht genau neben dem Taxi, sodass ich einsteigen kann. Oh mein Gott, sie schaffen das. Ist das bescheuert. Der wird draufgehen, ich schwör's dir. Du bist so mächtig, Vanilla, dem Taxi. Wir so fahren mächtig. Schon. Man sieht, wie mächtig du bist. Du fährst so also mächtig. Wir stehen sehr gut. Was los, Vanilla, hä? Was los, du Wichser? Was, Vanilla? Was, hä? Was los, Alter, hä? Du wolltest mich ficken und du, was willst du überhaupt, hä? Was denn? Ey. Ihr sagt, du willst mich anziehen, du und deine Jungs. Hier, ficken wir euch, ficken wir euch. Was los, Alter, ihr Pisser? Wer bist du denn, du kleiner Vogel? Steig aus, Leon. Ja, du kleiner Vogel, komm, bleib stehen. Ein Small, du Vollversager, fick ich dich, hast du nichts verstanden, du Idiot? Ich gleich, Digga, in deinen Schlafanzug. Du fickst gar nichts außer deiner Mutter. Hey. Hilfe! Hilfe! Jo, was denn los? Hilf mir! Der will mich boxen! Dann schien du keinen Schnitz. Ja, was? Was willst du? Was? Was willst du? Komm her! Du willst kämpfen hier! Hier, was willst du? Komm doch her, wenn du was willst, wenn du Mann bist! Komm her! Scheiße! Bam, ja, slug ihn! Sauber, Lia! Wir haben alle gefickt, Lia! Wir haben sie alle auseinandergenommen! Scheiße! Lia, wir müssen uns hardcore verstecken jetzt erstmal. Lia, komm mit, wir beide ins Gebüsch. Eins in Chat, wenn wir sie gefickt haben, Chat! Eins, wenn's krass war! Ich hab gar nichts gemacht.